Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Colors DS hier bei Crash Verific 89. Nach den ersten beiden Acts des Asteroid Coaster inklusive den Chaos Emerald wird es nun Zeit für die letzten Missionen des Spiels. Also startet man durch. Eggmans Roboter werden immer stärker, was? Allerdings. Ich werde aber noch immer mit ihm fertig. Wow, was war das? Das kam von da drüben. Hörst du das? Das ist doch der Wahnsinn! Das könnte eine der Erfindungen vom Chef sein. Eggmans Roboter terminieren. Oh, Alice, wollte ich auch gerne Laserstrahl. Ganz schön aggressiv für einen Roboter vom Chef, findest du nicht? Willst du gerade in einer rebellischen Teenager-Phase? Das würde eines erklären. Du bist manchmal ganz schön schlau, weißt du? Konversation analysiert, Ziele bestätigt, Eggmans Gehilfen zerstören. Hey Jungs, was soll das? Internes Machtgerangel? Sonic, Hilfe! Also den Kampf von Roboter gegen Roboter will ich nicht verpassen. Fiesling, Monster, herzloser Unhold! Ach komm schon, sonst hältst du auch allen. Ach, na gut. Hey Omega, diese Kerle sind die Mühen doch nicht wert. Verstanden, Bedingungen bereitstellen der genauen Spezifikationsdaten. Du willst Daten? Von mir? Korrekt, du erfüllst eine Mission, die ich dir auftrage. Das ist alles okay, ja, mit der Mission. Okay. Du wirst mit der Flagge der Reihe nach wieder aufsammeln. Thank you. Boah. Wie viele sind es dieses Mal? Oh, und dafür brauche ich auch den Dark. Also, dafür brauche ich auch den Nigger Wisp. Naja. Man wird ja eigentlich auch geleitet. Also, schätze ich mal, dürfte es nicht so problematisch werden. Aber man braucht ja dafür den Nigger Wisp, um das zu schaffen. Okay, und ja, da ist auch leider die Power mir ausgegangen. Aber zum Glück bekommt man immer Nachschub. So haben wir den auch erwischt. Oh oh, jetzt sagt mir, dass er noch einer ist. Ich wollte gerade sagen, ey. Da unten ist er noch was. Da ist der nächste. Boah, warum werde ich endlich mal größer? Ich sammle schon so viele Ringe ein. Da ist der nächste. Sind es wieder 5 genau oder was? Scheint so. Oh Mann. Kurz vorm Sumpf! Boah, wenn man nur ein bisschen nach unten dann. Wenn man nur ein bisschen nach unten steuert, dann. Ey. Ich wollte gerade die Power aktivieren, weißt du? Wenn man nur ein bisschen nach unten steuert, dann. Ja. Tschüss, Kowski. Boah, das ist echt fies, ey. Man muss ja wirklich größer werden, um eine bessere Kontrolle über den Wisp zu haben und. Ah. Heilige Scheiße, ey. Volledem hält die Power auch nur so kurz an. Das war jetzt der erste. Ich glaube, das. Wird so nichts. Mann, so viele Ringe, wie ich da einsammle. Aber die bringen anscheinend nur sehr wenig, was das betrifft. So. Runter da. Den Wisp einsammeln. Und bitte zum Ventilator, wenn es geht. Bevor es zu spät wird. Oh, jetzt ist er endlich mal größer. Aber das bringt mir nichts, weil nämlich den Wisp verpasst habe. Den eigentlich schon einsammeln wollte. Mann! Nicht wieder nach unten! Hier sind auch die Wisps beschwerlich verteilt, die werden ja nicht mehr gerespawnt. Alter, die Mission, ey. Wenn es so eine Ringmission wäre, dann wäre es vielleicht okay, aber jetzt. Diese Wisp der Reihe nach einsammeln mit den Nigger Wisp ist irgendwie heftig. Mann! Sammel doch diesen Scheiß ein. Oh, das war knapp. So, und jetzt ist er größer und etwas schneller und dadurch besser zu kontrollieren. Oh, die werden doch gerespawnt. Habe ich mich doch ein bisschen getäuscht. Okay. Oh, perfekt. Das war gerade noch rechtzeitig. So. Nein! Bleib doch vom Zumpf fern! Wäre ich da nicht an die Wand abgeprallt, dann hätte ich noch irgendwie wegsteuern können vom Sumpf. Ach, Gott, nochmal. Ist ja auch eigentlich keine Säure. Das ist ein reiner Sumpf hier.
Oh Mann. War das jetzt ein Fail wieder? Nee. Zum Glück nicht. Aber wo zum Teufel ist der Wisp? Also, schnell, schnell, schnell. Sammeln auf. Bevor es zu spät wird, ey. Zum Glück respawnt die jetzt ziemlich schnell. Das heißt, ich muss nur noch an diese Stellen zurück. So kann ich gleich so groß bleiben und den besser koordinieren damit. Schnell, 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 schnell. Sammle den nächsten ein. Mann! Und schon wieder alles von vorne, ey. Alter. Bloß aufpassen beim Sammeln der Wisp. Alter, der schnellt immer so, wow, nach unten, dass es echt schwer ist, den zu kontrollieren, Alter. Das war sauknapp, ey. Der letzte Sternring. Aber die Zeit wird sauknapp, ey. Boah, das ist aber echt beschissen. Nee! Mann! Ja, nee. Ach, jetzt lass mich doch nach oben! Boah, die Mission nervt jetzt schon extremst ab. Es ist ein Wunder, dass ich die geschafft habe. Warum kann es keine Ring-Mission sein? Sowas ist doch wirklich Hardcore-Shit. So, größer werden, das ist gut. Aber was nicht gut ist, dass der Wisp hier irgendwo anders ist. Okay, gerade noch rechtzeitig aufgesammelt. Da. Da ist er. So, gib den her. Und auch den Negawisp, bitteschön, weil ich brauche immer Nachschub an Energie. So, der nächste normale Wisp. Und weiter. Schnell, schnell, schnell. Ah, dass ich jedes Mal zu spät dran bin. Die da unten sind aber wirklich scheiße platziert. Boah, knapp, knapp, knapp. Wow. Naja, vielleicht sollte ich auch nicht nach unten drücken, sondern ihn gleich runterschweben lassen. Dann kann ich besser dagegen steuern. Dann geht das noch. So. Nach oben bitte. So schnell es geht. Und den nächsten Wisp. Wo ist der? Wo ist denn der nächste? Nein, der ist da hinten. Boah. Wie soll denn das in der Zeit schaffen? Boah, das war knapp. Ich wäre beinahe in Ventilator reingerast. Ohne Wisp Power und wäre dabei vielleicht sogar gestorben. Ich sollte am besten direkt auf den Wisp ziehen. Aber das geht ja nicht. Ich komme nur an bestimmten Stellen weiter. Ach. Meine Fräse. Das brutalst abnervt. Den Wisp würdest du auch bitte dazwischen einsammeln. Echt nett. Wenn du dann kannst du größer werden. So, Nummer 1. Aber nicht wieder nach unten, weil oben ist die Nummer 2. Dann kann ich mich jetzt etwas schneller bewegen. Okay, immer ein Wisp dazwischen aufsammeln. Muss ich leider Gottes die Augen nach ein welchen offen halten. So. Genauso wie auf diese. Ich hoffe, das sind nicht wieder 5 insgesamt. Das wäre da ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich sind es wieder insgesamt 5, aber die sind sehr schwer alle zu erwischen. Alter Schwede. Okay. Also, ich weiß, der nächste ist hier irgendwo. Muss es nur schaffen, ihn zu erwischen und nicht in den Ventilator zu geraten, der mich aufhält. Schnell, sammle doch den Wisp. Schnell, 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 schnell. So, wo ist der letzte? Einer ist doch übrig. Come on. Ach Gott. Wie beschissen ist diese Mission eigentlich? Was muss er denn machen, damit das schneller geht? Da muss man irgendeine bestimmte Route folgen.
Sonst geht das nicht. Ja, man muss zuerst die Wisps einsammeln, wie es scheint. Und dann erst. Ja, dann geht es. Dann hat man schon eine Route. Ja, bitte. Schon habe ich sehr viel schneller die ganzen Wisps eingesammelt. So geht es dann viel und vieles fixer. Oh, Mann. So, runter, runter, runter. Und aufpassen. Ich hatte jedes Mal Angst, dass ich zu weit in den Sumpf reinsteuere. Ich gebe mir also, dass ich ein bisschen nervös bin. Naja, nervös sein ist auch nur menschlich, ne? Wie geht Menschlichkeit? So, jetzt den letzten. Um Himmels Willen. Den will ich jetzt haben. Das schaffe ich dieses Mal. Aber da fehlt noch ein Sternenring, ja. Auf den verzichte ich jetzt freiwillig. Das können wir natürlich weiter schnell hinbekommen, was soll's. Bedingungen erfüllt. Daten des Angriffs zur späteren Verbesserung gespeichert. Hast du gesehen, wo die beiden Roboter hin verschwunden sind? Oh, doch nicht wirklich. Sie verloren. Du hättest die Daten von diesen Bildschirmen abgaben machen sollen. Ja, das sind echt Meister im Wegrennen. Heilige Scheiße, wie viel Zeit wir schon mit so einer Mission verbracht haben. Oh, hier ist jemand. Wer kann das sein? Tja, wenn Omega hier ist, werde ich, dass hier Shadow auch am Start ist. Hm, dieser Planet ist aber düster. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Es fühlt sich jedenfalls nicht wie ein Vergnügungspark an. Endlich. Shadow! Hätte nicht erwartet, euch hier noch anzutreffen. Und was genau soll das heißen? Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen. Kümmert euch um Eggman. Willst du uns dabei helfen, Shadow? Ja, dazu sehe ich keinen Grund. Wie wäre es zum Beispiel als Grund, die Aliens zu retten? Weil du bist ja nicht nur der ein Beschützer, du hast ja nicht nur Maria versprochen, die Menschheit zu beschützen. Du brauchst auch keinen Grund, um zum Beispiel anderen Wesen außerhalb von Menschen helfen zu müssen, also helfen zu können. Auch wenn du keinen Grund hast. Also was ich sagen wollte, finde ich schon ein bisschen blöd von Shadow, dass er gleich so abneigend wegen sowas reagieren muss, weil ich meine, auch wenn er keinen Grund dazu sieht, na und? Ja, okay, hat schon einen Grund, die Menschheit zu beschützen, weil er es Maria versprochen hat. Aber das heißt nicht, dass er auch noch anderen helfen kann. Na schön, wir machen uns auf den Weg. Echt blöd. Ich hätte zu gern Shadow hier in Aktion erleben können in diesem Spiel. Erleben wollen in diesem Spiel. Bevor ihr geht. Was? Es ist lange her. Ich muss wissen, dass du nicht nachgelassen hast, Sonic. Okay. 15 Feinde besiegen. Ach, aber natürlich wieder mit diesem Wisp. Oh Gott. Und dabei gilt es natürlich aufzupassen. Oh nein, der Sternring. Warum wegen dieser Scheißsteuerung kann ich nicht wirklich da zurecht? Und ich sehe es auch gerade, die Zeit ist sauknapp. Also, man muss ja eine kurze Strecke mit den Wisp hier zurücklegen, aber man muss auch alle Feinde erwischen dabei. So, jetzt aber. Man muss es wirklich sehr schnell hinbekommen. Wow! Ja, ja. Sammel nur so viel, wie du kannst. Hätte ich unbedingt in den Sumpf stürzen müssen. Ich dachte, mit dem, wenn ich größer bin, kann ich das umso besser kontrollieren. Ah, dass er die Sternringe nicht auch noch einsammeln kann, ist echt blöd gemacht. Muss ich schon sagen. So schneller. Wow. Vorsicht. Ah, warum steuert er nach unten? Ich hab nur nach rechts gedrückt. Meine Fresse! So. Ah! Mann! Steuer doch nicht nach Richtung. Ich könnte. Mann, ich könnte kotzen. Der Negerwisp macht mich hier wahnsinnig. Sorry, dass ich hier so aggro bin, aber irgendwie macht mich der Negerwisp hier ein bisschen verrückt, weil den die Steuerung. Kann ich einfach nicht ab. Wow. Bitte nicht wieder in den Sumpf steuern. Bleib von Sumpf fern und
Da muss er ausgerechnet die Power nachlassen. Okay, ich kann ihn da nicht durchsteuern. Dafür ist er zu groß. Ich schätze, ich muss nach oben, um die Feinde hier zu bezwingen. Da bin ich ja groß genug. Ja, toll, den einen Feind hätte ich nicht übersehen dürfen. So. Muss aufpassen. Okay, wo sind noch welche? Nee, sag mir nicht, dass ich alle hier besiegen muss. Okay. Leider Gottes muss ich hier alle beziehen. Wow, das war schon wieder um Haaresbreite, ey. Das ist ja schon Zentimeterarbeit hier. Vordem ist es hier schwierig, den zu kontrollieren. Alter, Mann, der steuert sich einfach nur so blöd, wie es nur geht. Und hier kann ich nicht durch, wenn er so groß ist. Weil hier unten sind leider Gottes die restlichen Feinde, die ich noch benötige. Das sollte ich gleich von unten her. Ja, ich weiß, die Sternringe sind ja nicht Pflicht, aber trotzdem. Ich würde sie schon liebend gerne sammeln wollen. Vielleicht reicht das auch so, wenn ich hier einen Feind von unten aufsammle. Wow. Jetzt schnell sammle den Wisp ein und geh weiter. Jawohl! Na also. Wie es aussieht, muss ich mir keine Sorgen machen. Wie war das? Du warst besorgt, wir könnten uns bei der Rettungssitzung verletzen? Ich nehme das einfach als Kompliment. Okay. Da kann man Shadow wieder mögen. So, letzte Miss... Nein, doch kein Act! Moment, das ist der Boss? Nein, 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 den wollte ich doch nicht! Ach, vor lauter schnell, schnell dachte ich würde automatisch hier hingehen. Also hier hinsteuern. Ich habe nämlich nach oben gedrückt. Aber nach oben führt das mich direkt zum, Boss. Den brauche ich jetzt doch nicht. Ich habe auf dich gewartet, Sonic. Shadow und Omega, was macht ihr beiden? Position gefunden, Eggmans geheimes Fahrgeschäft. Geheimes Fahrgeschäft? Eggman scheint darin etwas zu verstecken. Aber was? Das wissen wir, wenn wir es gesehen haben. Oh, hier ist schon wieder so eine Zeitmission. Ah. Und das beim Asteroid Coaster. Na schön. Keine Fehler erlauben. Jetzt hängt alles von mir ab. So. Na, da räumt er ja fleißig auf. So. Hoch da. Hoch da, Sonic. Boah, Zeitaufwand. Boah, bitte kommt mal eine Zeitbox dazwischen. Hallo, was sollte das denn? Warum kam keine einzige Zeitbox? Was denn los da? What the fuck war das jetzt gerade? Jetzt schneller. Bloß aufpassen. Auch da. Und jetzt Full Speed und gucken, ob wir noch... Oh nein. Nein. Was zum Teufel? Wie stelle ich das denn an? Hä? Also irgendwas übersehe ich da gerade gewaltigst. What the fuck? Irgendwas stimmt da nicht. Das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe. Vielleicht darf ich den Laser Whisper gar nicht nutzen. An der Stelle. Oder doch? Ja, ist klar. Und weiter. Wo ist denn noch eine Zeitbox? Soll ich denn das Ziel noch vor Ende erreichen, wenn da keine Zeitbox dazwischen ist? Macht das Ganze doch nur noch schwieriger. So, jetzt schnell. Oder war da bei den Ringen eine Zeitbox? Kann sein. Oh mein Gott.
Da ist die nächste. Hä? Boah, das ist ja heftig schwer. Falls es aber wirklich bei den Ringen noch einer gewesen. Und ich hab's übersehen. Bei den Ringen muss vielleicht noch eine sein. Aber nicht bei den Ringen, wo ich hier den Negerwiss benutzt habe, sondern die eine Ringfolge, die ich immer vorbeigelaufen bin. Vielleicht ist da auch ein. Nein, da ist nichts. Jetzt habe ich meine Zeit damit verschwendet. What the fuck? Wieso sind die hier nur so spärlich gesetzt? Wie soll ich denn das schneller hier durchschaffen? Vielleicht sollte ich den Wisp einfach meiden? Und das vergessen? Hey, anders kann ich es mir nicht erklären, wie ich hier weiterkommen soll. Ja, ich weiß keine andere Lösung hier. Nein! Blöde Ringe! Ringe. Blöde Stacheln! Ach! Na, den muss ich ja nutzen, sonst komme ich ja nicht weiter. So, jetzt aber. Nein! Lande doch auf der scheiß Plattform! Darf man sich echt keinen Fehler erlauben. Das ist sau knapp hier, die Geschichte. Gibt's hier vielleicht noch eine Zeitbox? Wie schaffe ich denn das? Was muss ich machen? Es gibt doch keine andere Zeitbox mehr dazwischen und das ist doch zu knapp hier, die Zeit. Das reicht doch nicht aus. Wie ist denn das zu schaffen, ey? Ah. Gerade noch rechtzeitig draufgekommen. Ich muss da wirklich blöd... Wie ein blöder Warten auf die Plattform hier. Das hat mich jetzt natürlich wieder Zeit gekostet und das natürlich auch. Ja, springst du mal anständig! Warum springt er nur so blöd ab von der Wand? Was ist denn das für ein Scheiß? Gott nochmal, ja, die Zeitbox hätte ich jetzt nicht beflügeln dürfen. Gott nochmal, was soll man denn da machen? Das ist ja... Ach. Echt behindert, die Mission. Es sei denn, da oben ist noch irgendwo eine Zeitbox, aber ich wüsste nicht, wo. Wenn da wäre, da schon noch 10 Sekunden drin wären. Ja, dann könnte ich es wirklich noch schaffen da. Bei der Stelle. Ich überprüfe das jetzt mal, wenn ich es wieder nicht schaffe hier. Ja. Da muss was sein, weil sonst wüsste ich keine Möglichkeit, da hochzukommen. Da kann er nicht noch so viel skillen, wie es geht. Das ist zu knapp, ey. Das kriegt man nicht hin. Da muss irgendwas stecken oben. Ja, tatsächlich, die Abkürzung hätte ich nehmen sollen. Oh Mann, ey. Na, immerhin. Ja, jetzt bin ich ein Stückchen weiter. Und habe sogar noch mehr Zeit. Na, Allah! So hätte es doch laufen müssen. So und nicht anders. Oh, oh. Zeitbox verpasst war wahrscheinlich... Jetzt ein Fehler. Schneller. Okay, passt. Vielleicht schaffe ich es trotzdem noch. Oh Mann. Nein, runter da. So. Und hoch da. Iom. Oh ja, da kommt wieder der. So, ich glaube, ich muss ja letztendlich wieder rutschen, oder? So. Ja, ich weiß jetzt nicht, welchen ich aktivieren sollte. Ich nehme einfach mal den hier. Ja, das habe ich vielleicht jetzt nicht bereut, weil ich vielleicht 10 Sekunden hinzubekommen.
Ups. Ach. Komm schon. Zeitboni irgendwo. Dankeschön. So, jetzt kommt wieder diese Scheiße. Oh Gott. Ich kann nur im Gehen verdammt rutschen. Ach. Nein. Boah. Gleichzeitig laufen. Also gleichzeitig Turm machen und so geht nicht. Ach. Dafür ist mein Skill nicht mehr so gut ausgeprägt, wie er mal war. Verdammt nochmal. Oh oh, rutschen muss ich dazwischen, ne? Oder? Hä? Okay. Lol. Ich dachte, ich müsste dazwischen rutschen. Jetzt darf ich es nicht mehr verkacken, weil es ist schon so knapp hier. Jetzt kommt noch diese. Dieser eine scheiß Bereich hier dazu mit den, diesen. Ich weiß nicht, was war das nochmal? Oh nein! Nein! Das gibt's nicht! Mit der Achterbahn. Verdammte Kacke nochmal! Einmal versuche ich es noch und dann schneide ich es, bis dass ich es hinbekommen habe. Mann! Das ist so eine. Boah, Mission. Zum Kotzen. Ja, ist aber auch die letzte Mission. Die muss natürlich extra schwer sein. Und es wäre schön, wenn ich nicht überall anecken würde, sondern lieber gleich von Anfang volles Tempo hinbekomme, damit ich hier hochkomme, weil sonst geht's nicht. Ach. Wenn er jedes Mal aneckt, dann bringt das nichts. So, jetzt aber so geht das. So, hoch da, hoch da. Sehr gut. Sehr schön. Mann, da muss man wirklich jetzt dieses Mal Skill zeigen bei den Level. Mann, jetzt hoch da. Eieieiei. Jawohl. Jetzt bloß keine Zeitbox mehr auslassen hier. Meine Fresse. Der Laser! Den habe ich. Okay, lol. Sehr schön. Und ich habe einen Sternring. Okay. Ja, ich glaube, nur mit dem komme ich jetzt weiter. Zeitbox bitte aufsammeln. Okay, dann eben nicht. So. Runter da. Nimm alles mit, was geht. So, diesmal nicht. Ha. Ich habe jetzt dazugelernt. So. Den letzten überspringe ich einfach so. Wow. Ja, da hat man wenigstens extra Trampolin hier. Ich glaube, das war aber ein Fail gerade, was ich gemacht habe. Das war jetzt nicht notwendig. Das hat mir jetzt ein bisschen Zeit gekostet, nehme ich mal an. Aber hier. Da ist er notwendig, wenn ich nicht anhecke. Jetzt gerade nicht empfohlen. Das ist mir passiert. Oh nein! Yeah.
Oh, Gott sei Dank, also die Mäuler waren doch jetzt nicht am Ende bei den... Gottverdammten... Diese Knochenmäuler, die Totenköpfe, die Schädel waren dieses Mal nicht bei der Achterbahnfahrt mit dabei. So ist es wenigstens ein bisschen einfacher gewesen. Du hast es geschafft, Sonic! Also trotzdem, boah, Mann, das ist wirklich die heftigste Mission. Ein Wunder, dass ich die auf S-Rang geschafft habe. Okay, was hat er also da drin versteckt? Ein Moment, ich verschaffe mir Zugang zum System. Projekt Mutter, ein Erfolg, massive Energiequelle gesichert. Mutter außer Kontrolle, Subjekt entkommen, Aufenthalt unbekannt. Kriegwellen ist das Ergebnis eines Experiments. Dabei war das so eine heiße Spur. Nur selbst der Kleinsinn, was hilft. Danke, ihr zwei. Verbleibende Zeit, wenig Beilung. Ja doch, los, Tails. Hey, warte, Sonic! Endlich Ruhe und Frieden. Frage, warum hast du Sonic Auskunft gegeben? Ich erlasse ihm zu gern das Ganze herumgerennen, danke. Gemäß meiner Daten sind deine Fähigkeiten dem von Sonic ebenbürtig. Das sieht man wieder, dass auch Daten nicht immer alles wissen. Systemfehler. Does not compute. Na schön. Dann wird's aber jetzt Zeit für den Boss. Wahrscheinlich wird der Part jetzt ziemlich lang, aber das ist mir scheißegal. Ich habe ein ungutes Gefühl, kehren wir um. Nein, tun wir nicht. Den knöpfen wir uns jetzt vor. Ich bin jetzt extremst auf Boss-Bashing aus. So, hier müssen wir diesen Ding eine verpassen. Das ist ja erstmal ein Weg, ihn zu schaden. Aua. Aber dabei nicht selber auch noch erwischt werden. So. Und jetzt können wir ihn damit noch zusätzlich Schaden zufügen. Und wenn wir dabei noch richtig groß werden, dann... Boah, das laggt dabei extremst. Aber wenn wir richtig groß sind, dann können wir ihn sogar schon einsaugen. Das ist auch noch möglich. Komplett einsaugen, den Boss. So. Was hat mir da jetzt bloß Schaden gemacht? Egal. So, immer feste drauf. Ja, jetzt bin ich groß. Jetzt kann ich ihn einsaugen. Ha. Und tschüss, Kowski. Das wär's. Das ist eine Methode, ihn zu bezwingen. Oh yes. Damit wäre es das. Damit hätten wir den Asteroid Coaster durch. Das war die letzte reguläre Feld. Doch es ist noch nicht vorbei, denn was uns dann erwarten wird, erfahren wir im nächsten Part. Und immer gilt es, wenn es gefallen hat, trotz der Fails, dies zu bestätigen mit eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video und dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush44GT9, bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Colors DS. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder?